Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht ist der Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945 endgültig vorbei. Die Alliierten feiern ihren Sieg mit Militärparaden, die von Musikkapellen begleitet werden. Wie hier in Siegen verfolgen vielerorts an den Straßen große Menschenmengen das feierliche Schauspiel. Auch in Beckum findet eine amerikanische Siegesparade statt. Unter den Augen der deutschen Bevölkerung marschieren die Amerikaner durch die Innenstadt. Insbesondere die deutschen Kinder scheinen fasziniert von den prächtigen Uniformen und der Musik der Militärkapelle. Die Paraden haben aber auch den Zweck, Stärke zu demonstrieren und Respekt einzuflößen. In vielen Orten ist die Bevölkerung deshalb ausdrücklich zur Teilnahme aufgefordert. Bei der militärischen Gedenkfeier für die gefallenen Kameraden wollen die Amerikaner dagegen unter sich bleiben. Nur aus der Ferne beobachten deutsche Zivilisten die Ehrenbezeugungen. Nach der Feier geht es zurück in die Stadt. Fast scheint schon wieder Friedensalltag eingekehrt zu sein. Doch das gilt längst nicht für alle. Unzähligen Deutschen fehlt es an Nahrung, Kleidung, Heizmaterial und vielen anderen Dingen des täglichen Lebens. Millionen sind heimatlos geworden. Ausgebombte und Evakuierte, Flüchtlinge, Kriegsheimkehrer und Hamsterer sind mit ihrem Hab und Gut auf den Straßen Westfalens unterwegs. Sie alle stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die von den Nationalsozialisten beschworene Volksgemeinschaft hat sich durch Hitlers Krieg in eine Trümmergesellschaft verwandelt.